Wir starten rein in die FIFA 21 Predictions und starten direkt mal mit meinem Team, dem BVB. Let's go! Und dies war das Community auf YouTube. Herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Einen wunderschönen guten Mittag oder Nachmittag wünsche ich euch zum nächsten Video, zum ersten richtigen FIFA 21 Prediction Video. Und heute wollen wir uns damit beschäftigen, wie könnte denn der BVB zum FIFA 21 Start aussehen. Wir werden uns heute natürlich mit nicht allen Spielern, aber vielen Spielern beschäftigen, die ein oder andere Leistung natürlich auch in FIFA 20 erbracht haben, beziehungsweise auch in der Saison 19-20. Und wir schauen uns mal an, wie ich es persönlich einschätzen würde. Wenn ihr darauf Bock habt, dass ihr das mit mehreren Vereinen machen, gebt auf jeden Fall dem Video einen Daumen nach oben. Lasst gerne in den Kommentaren unten mich wissen, ne, welchen Verein sollen wir als nächstes nehmen. Ist es der FC Bayern? Ist es der FC Liverpool? Oder vielleicht sogar Real Madrid? Schreibt das auf jeden Fall unten in die Kommentare rein, welche Vereine ihr sehen möchtet. Und ja, leitet das Video weiter. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Ganz viel Liebe geht raus. Lasst gerne ein kostenloses Abo da, denn dann würdet ihr natürlich keine einzige FIFA 21 Prediction verpassen. Wir starten direkt mal rein. Wir haben insgesamt, ihr seht es schon im Hintergrund, ja, nicht alle Spieler, aber wir haben zumindest 14 Spieler, die ich ausgewählt habe. Und ihr seht es schon, so soll ungefähr das Overlay aussehen. Ich finde es ganz cool. Schreibt gerne Verbesserungsvorschläge natürlich unten in die Kommentare. Und damit wollen wir direkt gleich lange fackeln und starten mit Spieler Nummer 1. Und zwar ist das der gute alte Nico Schulz. Der hat insgesamt, ja, nicht so viele Spiele gemacht dieses Jahr für den BVB. Und er hat einen 82er Rating gehabt. Er hat übrigens von allen Spielen, die er gespielt hat, die meisten Spiele auf der linken Verteidigerposition gehabt. Er war ja jetzt im letzten Jahr noch LAB oder LWB, linker Außenverteidiger. Jetzt würde ich ihn auf jeden Fall als Linksverteidiger einstufen. Plus, ich würde ihm leider Gottes auch ein Downgrade geben von plus minus 1, weil er einfach nicht so viele Spiele gemacht hat. Er hat ein Tor erzielt in 600 Minuten, 3 Champions League Einsätze und ein Scoring Rating bei WhoScore von 6,5, was definitiv bei vielen, die wir jetzt noch sehen werden, ja, sehr, sehr gering ist. 11 Bundesliga-Einsätze, 836 Minuten, keine Torbeteiligung und 4 gelbe Karten. Das ist die Statistik von Thomas Delaney. Aber wir sehen, es ist jetzt gleich. Er hat sogar bei WhoScored ein Rating von 6,98, also fast 0,5 Punkte stärker. Und schon alleine deswegen würde ich sagen, ja, eigentlich dürften wir ihm kein Downgrade geben, weil er wirklich eigentlich eine feste Größe war. Er hat ja sogar einen Headliner bekommen. Aber dadurch, dass er sehr wenig Einsatzminuten hat, auch nicht mehr der Jüngste ist, er wird jetzt bald 29 Jahre alt, ja, muss ich persönlich ihm trotzdem leider Gottes ein Average von minus 1 geben auf 81. So viel verändert sich gar nicht mal bei ihm. Ich denke trotzdem wird Delaney am Anfang ein sehr, sehr guter Allrounder werden. Die Frage ist halt, spielen wir ihn dann wirklich oder gibt es dann irgendwelche anderen Cheapest Beast Spieler, die dann eher genutzt werden? Gekommen im Winter, es ist Emre Can, der nach 10 Einsätzen richtig, richtig stark performt hat. Hat sogar ein Man of the Match letztes Jahr noch bekommen oder dieses Jahr bekommen als Innenverteidiger. Wobei man trotzdem sagen muss, von insgesamt 13 Einsätzen, die er hatte, ja, hat er auf ganz entspannt, ja, 10 Spieler als zentraler Mittelfeldspieler gegeben. Und dadurch, dass er auch eine Gesamtbewertung von 7,14 hat, würde ich ihm kein Plus, kein Minus geben. Ich denke mal, er wird eine feste Größe im nächsten Jahr werden. Bei Borussia Dortmund 81er Rating bleibt gleich. Und wir hoffen natürlich, dass er sich beweisen kann und vielleicht den ein oder anderen Special Card in Form Man of the Match oder wie auch immer sammeln darf. Die Innenverteidigung war leider Gottes nicht die beste dieses Jahr beim BVB, muss ich persönlich sagen. Ja, Akanji ist unser nächster Spieler, der insgesamt ein 6,69er Rating hat. Insgesamt hat er über 25 Spiele gemacht, 2309 Minuten Einsatzzeit. Das ist schon allerhand in der Bundesliga für Akanji. Hat natürlich in seinen ganzen Spielen größtenteils in der Innenverteidigung gespielt. Aber muss ich persönlich sagen, weil auch seine Bewertung, weil ich ihn einfach nicht so gut befunden habe dieses Jahr, muss ich ihn leider Gottes ein Downgrade geben. Das heißt natürlich auch, er wird an Pace verlieren. Aber hoffen wir mal, ja, dass er nächstes Jahr aufblüht und wir da einige geile OP-Innenverteidiger-Karten von ihm sehen dürfen. Und nicht nur die Weekly Objective Card, die es damals von ihm gab. Das erste Upgrade wird von mir Rafael Guerrero bekommen. Ich hoffe, er bleibt. Wir werden es sehen. Ja, das Kader kann sich natürlich nochmal komplett ändern. Das ist der aktuelle Stand. Wir lassen uns überraschen. Die Transferfenster werden sich ja erst noch öffnen. Aber in der Bundesliga hat er übrigens größtenteils, und das hätte ich gar nicht so erwartet,
eigentlich als defensiver Mittelfeldspieler links gespielt. Das gibt es leider nicht, die Position. Deswegen gehe ich weiterhin als LM. Ja, LF ist natürlich noch mal ein bisschen weiter vorne. Hat dabei aber souverän in den 26 Einsätzen, die er hatte, 8 Tore gemacht, 2 Assists, 3 gelbe Karten. 7,32 ist sein Gesamtrating oder Durchschnittsrating, was richtig, richtig gut ist. Und er hat uns echt einige Male geholfen und hat auch nicht so wenig Special-Karten letztes Jahr gesammelt. Ja, deswegen kriegt Guerrero von mir ein Plus 1, kriegt ein deutliches Pace-Upgrade von Plus 3, Schießen Plus 1, Passen geht hoch, genauso wie Dribbling und Physis. Lassen wir uns überraschen. Auch er kam wie Emre Can, ja, im Winter. Der Brecher Erling Haaland ist sein Name. 11 Bundesligaspiele, 1063 Minuten hat er gespielt, 13 Tore, 2 Assists, 7,46er Rating. Und er hat natürlich schon ein Upgrade bekommen im Winter von der Silberkarte, glaube ich, auf eine 79. Jetzt kriegt er nochmal ein Upgrade von mir, von Plus 3. Ich gehe nicht unbedingt davon aus, dass wir ihn schon als 83er oder 84er sehen. Man muss immer sehen, ja, er ist 19 Jahre jung. Er muss sich noch beweisen, hat eine Riesensaison gespielt. Kriegt er das jetzt nochmal hin? Ich würde mich natürlich persönlich freuen, wenn er 83 oder 84 kriegt. Gehe aber davon einfach aus, dass es da schon zu früh, da es da noch zu früh ist. Wie ist eure Meinung? Ab damit in die Kommentare. Zum Brecher. Ja, Abfahrt. Wir machen weiter mit den Neuzugängen. Der ist nämlich auch bestätigt. Der Nachfolger von dem guten alten Hakimi wird Meunier werden oder Meunier. Ich weiß nicht, wie er ausgesprochen wird. Aber sehr solider Rechtsverteidiger. Hat richtig gut performt, auch in der Ligue 1. 14 Spiele dort gemacht, 2 Assists, 3 gelbe Karten. Hat alle Spiele, die er so gehabt hat, immer als Rechtsverteidiger gespielt. Passt er da ins System vom BVB? Das weiß ich persönlich nicht, weil Hakimi Meunier, das sind halt irgendwie so komplett andere Spielertypen. Ich gehe davon aus, dass er sein Rating von 82 einfach hält. Geht vielleicht nochmal im Tempo ein Stück weit nach oben von Plus 1. Sieht einfach nochmal ein Stück weit knackiger aus. Schreibt mir gerne eure Meinungen zum Meunier-Transfer unten in die Kommentare. Und dann gehen wir zum nächsten. Wir gehen zu einem Spieler, wo ich persönlich sehr, sehr überrascht war, dass er auf der Position am meisten gespielt hat. Beziehungsweise, ich sag's mal so, er hat gefühlt vorne alles gespielt. Es ist Thorgan Hazard. Ist reingekommen, hat sehr schöne Infos gesammelt, hat ja auch ein OTW. Insgesamt 7 Tore, 13 Assists, 7,21er Gesamtrating. Und er hat 10 Spiele, das hätte ich gar nicht mal gedacht, als ZOM gespielt. Er war vorne rechts, vorne links, ganz vorne rechts, Mitte, er hat überall gespielt. Aber die meisten Spiele halt als ZOM. Deswegen Upgrade erstmal auf 83. Und im Endeffekt müssen wir hoffen, dass er vielleicht auch als ZOM kommt und einen Upgrade bekommt. Ich würde mich freuen. Let's go. Julian Brandt, 3 Tore, 7 Assists, Gesamtrating von 7,04 und 25 Spielen in der Bundesliga. Die ganze Zeit hatte eigentlich immer gedacht, oder habe ich persönlich gedacht, auch er ist vielleicht ein ZOM. Man muss aber sagen, er hat 11 Spiele als ZM gespielt, also eher als der defensivere Part im Dortmunder Spiel, aber auch 12 Spiele als ZOM. Deswegen gehe ich davon auch aus, dass er als ZOM kommt, kann aber auch völlig in Ordnung sein, wenn er als ZM kommt, weil denn da hat er nämlich auch sehr, sehr oft gespielt. Eieiei, die Torhüterposition beim BVB. Roman Bürki hat gefühlt alle Spiele gespielt beim BVB, hat aber nur ein Rating von 6,42, also schlechter noch als Nico Schulz. Die Torwartfrage ist eine ganz große Sache, die sich immer wieder gestellt wird in den Medien. Ich finde Bürki wirklich, es ist kein schlechter Torhüter, gar keine Frage. Aber leider Gottes gibt es Torhüter. Selbst Marvin Hitz, der zweite Torhüter beim BVB, hat einfach besser überzeugt, gerade was Who Scored angeht. Und deswegen muss ich leider Gottes ihm einen Downgrade geben von 85 auf 84. Ich denke aber, er könnte mal wieder vielleicht an seine guten Leistungen jetzt in nächste Saison anknüpfen, die vielleicht konstant halten, und dann sehen wir vielleicht auch mal wieder dann zu FIFA 22 oder zum Tots in FIFA 21 eine richtig starke Bürki-Karte. Weil er hat einfach gar keine Special Card bekommen dieses Jahr. In FIFA 20 ZDM, im FIFA 21 ZM. Axel Witzel ist der Name, den wir hier haben. Denn er hat insgesamt 19 Spiele als zentraler Mittelfeldspieler gespielt und 13 Spiele als ZDM. Es kann gut sein, dass er trotz alledem als ZDM kommt. Gehe aber davon aus, dass es ein ZM ist. Nichtsdestotrotz insgesamt 4 Tore, 5 Assists. Ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil, gerade im Dortmunder Spiel, gerade auch im Defensivbewusstsein. Für mich eine absolute Maschine. Auch wenn er jetzt langsam, aber sicher schon ja mit 31 ein bisschen älter wird. Und deswegen hat er da auch einen Pace-Downgrade gekriegt, weil ihr wisst es eigentlich
ja, das mit dem Pace Downgrade, wenn man älter wird, das kennen wir sehr, sehr gut und das werden wir heute dann auch noch mal sehen. Ja, vielleicht will ja EA daran was ändern. Lassen wir uns da mal, was das angeht, auf jeden Fall uns überraschen. Es ist der beste Spieler bei Who Scored vom BVB. Ich hoffe so sehr, dass er bleibt. Ich lasse mich da extrem überraschen. Es ist kein geringer Rede von Jadon Sancho. Er hat eine überragende Saison gespielt. Jungs, wir haben 17 Tore, 16 Torvorlagen, 7,64er Gesamtrating, Durchschnittsrating, 2 gelbe Karten, überragend. Passgenauigkeit liegt auch bei 85%. Er hat auch wieder überall gespielt, aber als RM am meisten beim BVB. Und wenn er bleibt, hoffe ich es sehr, dass wir ihn beim BVB mit einem 86er Rating begrüßen dürfen, ein Upgrade von plus 2. Hätte ich die Fanbrille richtig auf, würde ich vielleicht sogar sagen, er geht auf 87 hoch. Aber auch hier muss man auch sagen, es ist das Alter. Er ist 20 Jahre alt, das ist das gleiche wie Haaland. Er muss sich weiterhin beweisen und kann früher oder später in den nächsten Jahren definitiv ganz, ganz nach oben kommen, was das Rating angeht. Aber Sancho muss sich beweisen und das hoffe ich natürlich definitiv, dass das beim BVB passiert. Ob das so passt, weiß ich nicht. Was denkt ihr? Wird Sancho noch wechseln? Macht er noch eine Saison beim BVB? Ich lasse mich überraschen, aber eure Meinungen, die will ich in den Kommentaren lesen. Auch wenn er nur 18 Spiele gemacht hat, trotzdem zweitbester Spieler beim BVB. Es ist mein Liebling. Marco Reus, mittlerweile 31 Jahre alt, hat in den 18 Spielen 11 Tore, 5 Torvorlagen gemacht. 7,5er Rating auch bei ihm. Der Durchschnitt hat am meisten gespielt. Als Stürmer oder als ZOM. Er könnte auch als MS kommen. Ich gehe davon aus, aber dass er einfach da im ZOM einfach ein Tor mehr geschossen hat, dass wir ihn als ZOM sehen. Als Stürmer wäre es auch okay. Ich meine, wir können die sowieso noch umformen. Aber Reus, ja, er ist 31 und da kommt das große Problem. Ja, er kriegt leider Gottes von mir ein Pace-Downgrade auf 84. Trotzdem sehen seine Werte noch gut aus. Als ZOM ist er unfassbar gut spielbar. Wir müssen gucken, wie sieht die Meta in FIFA 21 aus. Aber das Ding, ja, geht schon fit. Jetzt gehen wir zum besten Spieler. Vielleicht auch zum zweitbesten. Ich habe Reus auf 2 gesetzt. Platz 1. Ja, wisst ihr, wer es ist, oder? Wir gehen über zu der dynamischen Abwehr, Mauer, Bank, wie man es auch nennen mag. Der gute alte Mats Hummels ist dabei. Und wenn wir genauer gucken und mal sehen, was Mats Hummels selbst in seinem Alter, auch er 31, geleistet hat. Als Innenverteidiger 7,11er Durchschnittsrating, 1 Tor, 3 Assists, selbst 6 gelbe Karten, eine rote Karte. Muss man sagen, er hat einen Team of the Season bekommen. Und das nicht zu Unrecht, meine Meinung. Deswegen, Team of the Season, für mich persönlich hoffe ich sehr, dass er vielleicht nochmal auf eine 88 hochgeht. Wenn nicht, bleibt er bei einer 87 stehen. Die Frage ist nur, was ihr EA macht. Wir wissen es genau, Mats Hummels, seine Totzkarte ist gut spielbar. Wenn wir ihn ziehen wird, ne, dann wird man sagen, hey, SBC-Futter, beziehungsweise verkaufen wir direkt. Weil auch er wird nicht jünger. Pace Downgrade auf 48, Defensive sieht super stark aus. Wir haben ein gutes Dribbling, wir haben ein gutes Passspiel, wir haben eine gute Physis. Aber ja gut, das Alter, das Tempo ist nicht unbedingt so Mats Hummels seins. Brauchen wir auch nicht drüber reden. Ja, aber trotz alledem kriegt er von mir einen 88er Rating. Das waren die 14 Spieler, die ich mir beim BVB herausgepickt habe. Natürlich kannst du jetzt unten in die Kommentare schreiben, ja, welchen Verein wollt ihr sehen, welche 14 Spieler wollt ihr sehen. Denn ihr seht es schon, mehr als 14, das wird ziemlich kritisch vom Platz her. Deswegen alles damit ab unten in die Kommentare, genauso eure Meinung dazu. Und damit bin ich raus, ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Kuss geht raus, euer Chris und... Ciao, ciao.